Ist, dass wir hören ja nicht auf, sondern wir sind jetzt auf plus minus 5 Arbeitstage pro Schadenfall im Durchschnitt. Und unser Ziel ist natürlich, noch weiter arbeiten, wobei 5 ist schon sau stark. Wie lange haben wir früher für eine Reparatur? Was ist denn da alles passiert? Was haben wir für ein Problem gehabt? Also wir haben bei Reparaturauftrag im Durchschnitt früher... Also erstens wissen wir es gar nicht genau, weil wir es ja nicht statistisch haben können erfassen. Was wir aber wissen, dass es Aufträge gegeben haben, wo 6, 7, 8 Monate offen gewesen sind, weil die Abrechnung vom Handwerker nicht gemacht worden ist, oder? Und nach 8 Monaten hat ja keiner mehr gewusst, was dort gemacht worden ist, dann ist es einfach gezahlt worden. Also ich weiss es schon nach 2 Wochen nicht mehr. Genau, und dort haben wir gesagt, oder wir sind dort sicher bei 30 Tagen, wenn nicht 3. Im Durchschnitt. Auch es könnte locker 45 Tage Durchschnitt gesehen sein, bis das alles geklappt hat. Und jetzt sind wir bei 5 Tagen. Aber natürlich für uns 5 Tage, das geht besser, oder? Bei uns, unsere Rekorde sind 2 Tage. Und dort gehen wir jetzt immer weiter. Was meinst du in 2 Tagen? Was schaffen wir in 2 Tagen? Was meinst du? Der Schaden ist gemeldet worden vom Mieter, beispielsweise für einen Wasserhahn. Rund. Er hat das schön bei uns eingereicht, über das Formular, das wir haben. Wir haben gesehen auf dem Bild, der Wasserhahn ist alt, der ist kaputt, der ist defekt, muss ersetzt werden. In diesem Moment ist der Auftrag vom Verwalter rausgegeben worden. Am nächsten Tag ist der Handwerker vorbeigegangen, hat eine Rechnung über unsere Plattform gestellt und innerhalb von 2 Tagen von Schadeneingang bis Erledigung ist der Schaden behoben worden und die Rechnung ist gestellt worden. Und 5 Tage später hat die Verwaltung die Rechnung gezahlt. Und das ist unser Anspruch. Dass wenn eine Schadenmeldung reinkommt, wenn es möglich ist, auf die 2 Tage zu zielen. Wir sind jetzt bei 5. Wir machen alles mit in die Prozesse so weit verbessern und überwachen, bis wir auf die 2 Arbeit kommen. Zum Abschluss können wir noch sagen, dass unsere Software durch die Basis, die wir haben, durch wie die aufgebaut ist, wird die immer weiterentwickelt. Und wir haben 2 bis 3 Mal pro Jahr Updates, die wir bringen, wo die Sachen, die einfach heutzutage normal sind, Chatfunktionen, oder Knowledge. Knowledge heisst, dass Sachen, die immer wieder passieren, können abgelegt werden, können nachgelesen werden, auch von den Bewirtschaftern, von den Handwerkern. Die wir immer weiter updaten, sodass die Software immer auf dem neuesten Stand ist. Das ist für uns extrem wichtig. Wir wollen, dass das Werkzeug top modern ist. Genau, das wollte ich noch sagen. Oder wir haben ja am Anfang des Gesprächs geredet über Telefon, wo ganz die Schellen wegen irgendwelchen Reparaturmeldungen. Aber das war ja nicht das einzige Problem, wo jetzt unsere Kunden sagen, wo viel besser geworden ist, sondern auch alles, was nach der Reparaturmeldung kommt, ist viel besser geworden. Das heisst, der Mieter hat nicht mehr rückgefragt, hey, wenn wird dich kontaktiert? Ja, bei mir hat sich niemand gemeldet und ja, das Problem besteht immer noch. Also, das muss man noch sagen, dass auch die Telefonate oder die E-Mails extrem minimiert werden. Wenn man es am Anfang schon richtig löst. Das ist ganz klar, unsere Software tut alle Leute, die involviert sind, informieren. Und jeder will informiert sein. Oder wir sind uns das gewöhnt, dass wir immer informiert werden, oder? Wenn wir von wo kennen wir das am besten? Also wir kennen es von überall, von Social Media, von überall. Oder wir wissen immer, was dort läuft. Oder wir wissen ja, wir haben die ganze Zeit, wissen wir, was dort läuft. Also ich merke große Unterschied, wenn ich jetzt etwas bei Amazon bestelle. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Amazon anzuhören und sagen, hey, wo ist mein Päckchen? Wieso? Weil ich die ganze Zeit informiert werde, wo es ist. Aber es gibt natürlich auch andere E-Commerce. Da bestellt man etwas, dann weiss nicht, was geht. Und schon hat man ein mulmiges Gefühl. Bin ich über den Tisch gezogen worden? Haben die meine Bestellung überhaupt bekommen? Oder? Und das sind halt riesige Unterschiede, wo wir gemerkt haben, hey, wir müssen alle Parteien, die involviert sind, informieren, damit sie wissen, was läuft. Das Schöne ist auch, dass wenn die Prozesse funktionieren, merkt sie auch keiner mehr. Oder? Wir merken, dass bei unseren Mietern, für dich ist das jetzt selbstverständlich, dass nach 2 Tagen der Handwerker kommt und dass er informiert ist, wenn er kommt und dass, wenn er etwas ist, dass er chatten kann. Wir merken, dass, wie du gesagt hast, wenn man auf Amazon etwas bestellt, ich meine, das Päckchen kommt einfach. Und dort sind ja wahnsinnig viele Prozesse dahinter, bis das Päckchen effektiv bei einem daheim ist. Aber es funktioniert einfach. Und bei uns ist das gleich. Das schönste Kompliment, das wir von den Mietern bekommen, ist, wenn es einfach funktioniert hat, wie aus Magie. Und die merken das gar nicht. Die wissen das gar nicht, was dort alles dahinter steckt. Aber wir haben fast keine Beschwerden mehr. Und wenn es Beschwerden gibt, das ist auch etwas. Es ist nie alles perfekt. Es kann immer etwas passieren. Und wir bekommen es mit. Wir fragen nach Feedback. Wir wissen, was dort gelaufen ist. Und können so wieder unsere Prozesse verbessern. Und können auch dem Mieter mal sagen, wenn etwas ist. Kann der Verwalter sagen, hey, es tut mir leid, ist ein Fehler passiert.
Nächstes Mal wie wir die Konsequenzen ziehen, dass das nicht mehr passiert. Was sind unsere Abschlusswörter? Was wollen wir mitgeben an alle Bewirtschafter, die sich Gedanken machen, so ein Problem mal zu lösen? Was sind die ersten Schritte, die man hier machen muss? Also das Erste, was man sich immer stellen muss, ist, oder, wo kann ich Kosten sparen mit möglichst wenig Aufwand? Und wir haben einfach gemerkt, dass dort bei der Kommunikation und bei diesem genau speziellen Schadenmeldungsfall, wo die ganze Zeit Sachen reinkommen, dass dort ganz viel mit wenig bewegt werden kann. Und wir haben das von uns so können lösen und auch für die anderen Verwaltungen, dass die mit möglichst wenig Einsatz eine riesen Rendite rausholen können. Und ich sage einfach, die Mieter werden zufriedener. Und zufriedene Mieter geben wieder ohne etwas anderes Effizienz, weil man ja keine Probleme hat. Ich denke, das waren sehr schöne Wörter für den Abschluss. Und wir freuen uns auf weitere YouTube-Clips. Bis zum nächsten Mal.